Wandelt ist kompakt. Und hier ist Ihr Moderator, Milky 316666. Hallo. Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen müde. Mich mettelt's gerade so ein bisschen. Es war ein sehr anstrengender Tag. Aber ich muss ja noch ein Bundle-Test kompakt machen. Ich versuche jetzt gerade meine Maus von meiner Katze zu befreien. Die ist, wie Katzen das so sind, wild auf die Maus, ja. Und ja, Bundle-Test kompakt und ein bisschen for free natürlich auch wieder. Wir gehen mal durch. Also, rauskam vor ein paar Tagen auf Fanatical das Infernal-Bundle. 6 Spiele, von denen ich 2 schon hatte, die ihr also auch beide gewinnen könnt. Und ich habe es mir das also natürlich gekauft, sonst könntet ihr es ja gar nicht gewinnen. Und wir gehen einfach mal durch. Zack. Das ist das Infernal Bundle. Und wir gehen die 6 Spiele mal durch. Hier einmal. Graveyard Keeper. Hochgelobt. Viele Leute, die sagen, ich muss es unbedingt nochmal spielen. Also es scheint wirklich toll zu sein. So ein kleines bisschen Stadio-like, aber irgendwie mit Friedhof und ja, muss episch sein. Ich kenne es leider noch nicht wirklich, aber ja. Das ist, wie der Revenger mir auch gerade sagt, ohne die DLCs, von denen es eine ganze Menge gibt. Aber trotz allem, das Bundle kostet 6,66 € für 6 Spiele. Das heißt also jedes Spiel knapp über 1 Euro. Oder ziemlich genau 1,11 €. Klar, oder? Ja, doch, ja. So viel Mathe geht noch. Deswegen, also für 1,11 € ist Graveyard Keeper auch ohne die DLCs durchaus schön. 19,50 € kostet es normalerweise noch, war aber auch schon ein paar Mal gebundelt. Also man kriegt das schon günstiger. Ich habe es mir mit Sicherheit auch günstiger gekauft. Genau. Also 1,11 €. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es schon, deswegen könnt ihr es bei mir natürlich gewinnen. Ja, genau. Auch so ganz kurz nochmal die Eckbereiche. 1950 habe ich gesagt. Positiv bewertet, sehr positiv bewertet. Und Deutsch ist wie alle anderen Sprachen komplett unterstützt, weil eine Sprachausgabe gibt es nicht, sondern nur die Texte. Genau. Und wie gesagt, es ist Stadio-like von der Grafik her und es hat auch wohl auch was mit Landwirtschaft und Aufbauen. Aber halt eben auch, ja, es ist so eine Art Gothic, harmloses Gothic Stardew Valley. Jo, kann man so sagen. Und es hat einen sehr langen Trailer, den wir nicht ganz gucken. Nächstes. Sucker for Love. 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 Das Love ist ganz falsch. Love. Ah, Mann. Ja, das ist dieses Cthulhu-artige, besetzte Menschen-Dating-Ding, äußerst positiv bewertet. Ich hab's schon, ihr könnt's gewinnen. Unterstützt Englisch und Chinesisch. Put the Love in Lovecraftian Horror. Genau. Das heißt also, du nimmst die Lehre von Lovecraft und den großen Alten und packst das in ein romantisches Dating-Spiel. Das Ganze wird dann sehr doof, aber wohl auch irgendwie sehr, sehr süß und wohl auch ein bisschen lustig. Mal gucken mal rein. Check. I heard you wanted to go on a second date with me, darling. Well, if things are going to get serious between us, I want you to meet my friends. Ubi, genau. Das war gar nicht das Richtige. Das ist das Richtige, so. Ja,
Das hat ganz üble Eier-Ja-Vibes. Ja, ist ein bisschen brutal. Du hast auch einen Kandidat für 10 Stunden lang Eier-Ja. Also Eier-Ja ist dir ein Begriff, oder? Unfassbar. Sie halten sich auch noch so ein bisschen an die Lore, das ist toll. Wie gesagt, könnte auch gewinnen. Gut. Dann Search Party, kenne ich noch nicht. War jetzt nicht das Spiel, was mich wirklich dazu bewogen hat, das Ganze zu kaufen. Obwohl, geht eigentlich sehr positiv. VHS-Effekt, nur Englisch, was nicht schlimm ist. Einzelspieler. Ich mag diese seltsam spookige, einfache Grafik schon sehr, sehr gerne. Erinnert mich immer noch mal so ein bisschen an Rusty Lake, auch wenn das wieder ganz andere Grafik ist. Die Musik ist geil. Kostet zwar auch nicht so furchtbar viel, aber immer noch dreimal so viel wie in dem Bundle. Und ich hatte es noch nicht, ich wollte es haben. Ja, halt eben so ein Trash. Simply Horror. Jo. Oh, weiter. So ähnlich. The Horror of Salazar House. Komplexe Handlung, Horror Indie, auch nicht das Spiel, was mich dazu bewogen hat, weil auch das kostet nur 3 Euro irgendwas normalerweise. Das ist auch eine sehr altertümliche Grafik, so ein bisschen, ich würde sagen, Apple II. Weil es ist zu monochrom für Commodore 64. Der hat seine 16 Farben immer voll ausgenutzt, da gab es solche Bilder nicht. Aber ich mag sowas irgendwie ganz gerne. Es ist auch Englisch, Spanisch oder Brasilianisch. Das heißt also, es scheint ein spanisches Spiel zu sein. Viel mehr weiß man nicht. Es ist günstig und es ist sehr positiv bewertet und ich hab's jetzt. Super. Das nächste. Nine Witches Family Disruption. Sieht toll aus. Pixel Art, Point and Click, Abenteuer. Mal gucken. Das wiederum unterstützt Deutsch. Spielt nämlich auch in Berlin. Da haben wir oben auch Teile eines verbotenen Symbols. Nein, kein Swastika, das ist ein Hakenkreuz. Nicht verwechseln. Und was da unten, das sind auch Leute mit Armbinde, die sehr nach Nazis aussehen. Es ist wahrscheinlich, warten hier. Folgen Sie einem querschnittsgelähmten Professor für Okkultismus und seinem treuen Assistenten in der norwegischen Kleinstadt Sunday, um einen alten Fluch zu brechen, die Pläne des Okkulte, der Okkulte 55, damit ist mit Sicherheit die Schutzstaffel gemeint, zu vereiteln. Ja, also es ist hoffentlich nicht so lustig, wie es auf den ersten Blick aussieht, sondern sie meinen es halbwegs ernst, weil, ja, diese okkulte Einheit unter Heinrich Himmler gab es wirklich, der war ja so verstrahlt in Sachen Esoterik und das sorgt heute auch noch immer für immer wieder Versuche der Unterwanderung der Esoterik durch rechte Vereinigungen, so Altkelten und solche Sachen, ja, also, boah, deswegen.
Das war alles schon sehr, sehr kranke Scheiße. Ne? Und das ist jetzt die spielliche Umsetzung und das ist einer der Gründe, warum ich dieses Bundle haben wollte. Kostet auch normalerweise 17,99 und wenn man denkt, sehr positiv bewertet und dann für 1,11 Euro zusammengerechnet, ja. Das scheint wirklich gut zu sein, aber der Trailer ist lang. Wir gucken, ob der andere Trailer vielleicht noch ein bisschen was anderes bringt. Ja. Ja gut, wie es aussieht, ist jetzt eigentlich klar. Und wir kommen zum letzten Spiel und das hat endgültig den Ausschlag gegeben. Ausschlag? Aua. Entschuldigung. Spookware. Und zwar haben wir vor kurzem ja ein Spiel entdeckt, getestet, als Demo und dann sofort gekauft. Das war dieses Super 56 und das da scheint auch wieder eine sehr seltsame Sammlung von Minispielen zu sein. Und irgendwie hat es mich, weil es direkt danach kam und die Optik mir auch sehr, sehr gut gefällt irgendwie, habe ich gedacht, komm, so eins holen wir dann noch gleich hinterher. Kostet normalerweise 8,19 Euro, ist zwar im Moment im Sale, aber für 1,11 Euro, ja. So, ich glaube, die tragen die... Achso, genau, und es ist von Thread XP. Ich weiß, gut, das da ist jetzt schon fertig, ja. Ich gucke mir den anderen Trailer noch an, vielleicht sagt er mehr. Sind das Totenschädel oder sind das schon wieder solche mit Tentakeln? Ich weiß es nicht. Musik ist geil. Da ist ein Totenschädel. Oh, wir müssen auch Skelettmusik machen. Ich denke, das ist so ein typisches Spooktober, wildes, verrücktes, kleines Spiele, Minispielsammlungs, crazy, spooky, scary, skeleton Spiel. Wir haben Englisch. Wir haben sehr positiv. Ne? Und es ist halt eben ChatX. Deswegen. Ja. Und das war jetzt auch tatsächlich dieses Bundle schon. Ne? Das waren diese 6 Spiele. Wie gesagt, 2 davon könnt ihr gewinnen. Und ich werde mal wieder den Link zum Bundle natürlich und die Hashtags für die Gewinne hier auch nochmal unter dem Video in der Beschreibung angeben. So, dann kommen wir zu einem, wie soll ich sagen, sehr, sehr zielgruppenspezifisches Bundle bei Humble Bundle. Das kam vor ein paar Tagen. Das ist halt Sid Meier's Ultimate Collection. Mal wieder. Achso, da steht es. Also One More Turn. Für mich ist es aber in dem Fall One More Return. Ja, also. Es ist Civilization 6 mit einem Haufen DLCs. Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Civilization 5 komplett. Pirates. Civilization 4. Civilization 3. Sid Meier's Starship. Sid Meier's Railroads. Pacific Skies. Ace Patrol. Sid Meier's Colonization Classic. Und dann noch Sid Meier's Covered Action Classic. Also wirklich, ja, wenn ihr mit Sid Meier schon noch ein bisschen unterversorgt seid oder Civilization 6 oder 5 noch nicht ganz habt, ist das durchaus ein Bundle. Hat auch einen Festpreis von 14,12 Euro. Viel mehr sage ich dazu nicht, weil das kam alles schon so oft. Und ja, mir fehlen mit Sicherheit noch ein paar DLCs zu Civilization 6, aber ich brauche es auch nicht. Deswegen, ganz kurz mal gesagt, es gibt noch eine ganze Zeit lang dieses Bundle. Wenn ihr irgendwann mal in Civilization einsteigen wolltet und das unbedingt mal spielen wolltet und wenn dann richtig, ist das euer Bundle. Für 14,12 Euro könnt ihr nicht mehr Civilization und Ähnliches kriegen wie hier. So. Gut. Und jetzt kommen wir zu einem... Ich zeige euch gerade ganz kurz nochmal mein View. Na, jetzt ist er weg. Schade. Die Katze hat sich mal wieder direkt vor mein Gesicht gestellt und mich angestarrt. Das macht die manchmal. Jetzt rennt sie wieder rum. Gut, wir kommen zu einer traurigen Geschichte. Und zwar kam gestern
die Diamond Collection von Fanatical raus. Vielleicht ist für euch was dabei. Je nachdem, wenn ihr die Klassiker noch nicht habt zum Teil, dann könnt ihr euch die drei Spiele raussuchen, die den Preis auch rechtfertigen. Aber, wow. Das heißt also, wir haben ein Pricing, wie das so schön heißt. 16,89 Euro für drei Spiele. Das ist wieder was ganz anderes als 6,66 Euro für sechs. Für vier Spiele 21,39 Euro. Also eigentlich gar nicht so viel für Rabatt mehr zusätzlich. Und für fünf Spiele 25,89 Euro. Da kann man sagen, ja, 5,20 Euro oder so, 5,15 Euro ist für 5,18 Euro, genau, ist ja für ein Spiel nicht viel. Vor allen Dingen, wenn das Diamond-Spiele sind. Aber die sind halt für mich jetzt an Generigkeit nicht zu überbieten. Erstmal die Sachen, die ich wirklich kenne. Prey, Digital Deluxe. Wenn ihr Prey noch nicht habt. Prey ist ein total geiles Bethesda-Spiel. Wirklich, wirklich gut. Und es gibt da zum Glück auch, mach mal die Werbung hier weg, es gibt auch zum Glück den Story-Modus, der dann wirklich leicht zu schaffen ist, weil er wirklich einfach ist. Ne? Prey ist klar die 5 Euro irgendwas mehr als wert, super. Hat man halt schon. Ne? So, dann Rage 2 ist gefloppt, kostet aber immer noch 40 Euro und wenn ihr diese Art, ich wäre gern Borderlands, muss aber auch irgendwie Rage sein und bunt, mögt, dann ist Rage 2 vielleicht auch ein Spiel für euch. Lost Ember ist ein wunderschönes Spiel. Und es gibt die VR-Version sogar kostenlos dazu. Aber es war auch schon in allen Bundles dieser Art mit drin. Das habe ich sogar schon ein paar Mal verlost. Ja, deswegen für mich auch wieder schwierig. Wolfenstein Youngblood ist auch ziemlich gefloppt. Ist, glaube ich, ein Koop-Spiel, kann man aber auch Single spielen. Also nochmal Wolfenstein. Bethesda haut die Klassiker jetzt einfach mal raus. Ob das die 5 Euro Dingsbums wert ist, weiß ich nicht. Du vielleicht nur für Sammler. Ich habe es auch deswegen. Und der Wolfenstein-Pack, das sind die, wie soll ich sagen, von der Wolfenstein-Neuauflage. Also nicht The New Colossus, sondern das davor. Guck mal ganz kurz rein. Genau. Das ist Wolfenstein New Order und Old Blood, genau. Wenn ihr das noch nicht habt, ist es auch absolutes Geld wert. Auch Mudrunner kann man haben, hatte ich auch schon komplett. Fast unverschämt ist das bei von uns schon dreimal verloste und einmal angespielte Call of the Sea. Schönes Spiel. Aber so überbundelt, dass man das nicht mehr in einen Diamond-Bundle reinpacken kann, das geht einfach nicht. Aber sie haben es getan. Und City of Gangsters war irgendwann mal entweder auch bei Epic oder bei Revenger sagt auch gerade, er kann Bethesda-Spiele einfach nicht mehr sehen. Die Spiele sind alle toll, aber warum hauen die jetzt überall raus? Ne? Also City of Gangsters haben wir auch angespielt. Das war schon interessant, war schön, war aber auch, wie gesagt, irgendwo nochmal umsonst. Ne? So. Der Rest, das sind alles so super generische, also wir gehen mal ganz kurz durch, komm, wir machen das mal. Fangen wir wieder von vorne an. Hier, RPG, Pixel Art, gucken wir mal kurz rein. Es ist RPG Maker, Grafik und irgendwie so furchtbar tausendmal gesehen. Keine Ahnung. Könnte gut sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre das eins von ganz vielen. Also generisch bis zum Erblicken. Für mich. Ja, ich meine, ihr könnt anderer Meinung sein. Ich will es ja vorstellen und wenn ihr was findet, super. Daydream. Ja, schön. Okay, das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, merke ich gerade. Tauchen Sie
ein in die packende Geschichte eines Menschen, der sich als kleines Kind vorstellt, begleitet von einem süßen Teddybären. Lösen Sie knifflige Rätsel, entkommen Sie furchterregenden Monstern und vermeiden Sie gefährliche Fallen auf der Suche nach innerem Frieden. Gucken wir mal das andere noch. Ja, auch irgendwie so. Ja, ich denke mal, von den Spielen, die man nicht so kennt, ist es vielleicht sogar das Lohnenswerte. Aber da steht auch nicht dieses bei einem Diamond Collection Nötige. Das will ich unbedingt haben. Das ist einfach nicht dabei. Da sind schöne Elemente drin, aber irgendwie glaube ich. Ja, und selbst wenn das dann da ist, kriegt es immer noch keine 3 zusammen. Also ich jetzt nicht. Ja. Ja. Aber reicht jetzt auch, ne? Ja, sind schöne Bilder dabei, aber. Dann schnappt man sich irgendwo billig im Bundle mal an Little Nightmares und da hat man es halt eben dann nochmal eine Spur geiler. Würde ich mal behaupten. Aber egal, weiter. Phönotopia. Das war auch irgendwas, was mich fast schon wieder geärgert hat. Ja, Metroidvania, Plattformer, noch dazu mit Billiggrafik, wenn ich das so sagen darf. Um Gottes Willen, es gibt ganz tolle Spiele mit sehr, sehr einfacher Grafik. Es gibt auch Katzen, die sich mal benehmen. Hey, jetzt hör mal auf. Aber, ja, auch da ist der Generic-Stempel auch wirklich drauf. Also so nach dem Motto, ja, du gehst alleine los und du springst und du machst und du löst irgendwas. Ich meine, klar kann man viele gute Spiele auch darauf zusammen herabbrechen, aber trotzdem, ja, steht auch nicht der große Will-ich-haben-Ding drauf. So, Bug Fables soll sehr gut sein, wurde mir gesagt. Das ist auch äußerst positiv bewertet. Aber der Trailer gibt's mal nicht her. Aber der Trailer, der sieht sehr nach. Oh, was sind wir davor? Ne, das meinte ich gar nicht. Die Kämpfe. So ein bisschen wie Darkest Dungeon. Ja, der Render meint gerade, die Spiele sind alle wohl gut, aber halt eben nichts, die man unbedingt haben will. Und dafür halt eben die Preise von einem Diamond Bundle, weil da waren jetzt in dem Platinum Bundle oder sowas, das eins günstiger. Da war einfach Geileres dabei, ne? Das heißt halt eben nur 3,33 € pro Spiel. So, ja. Also Bug Fables soll gut sein, der Trailer gibt's nicht her. So, Prey hatten wir schon besprochen. Lost Ruins weiß ich jetzt im Moment nicht. Ich meine, ja, dass das Mädel in ihrem Röckchen immer so hin und her tänzelt und so weiter, ist im Prinzip ganz süß und es ist ein bisschen spooky und so. Aber. Ich glaube sogar, dass ich das irgendwo schon mal hatte. Moment mal. Lost. Du? Nein. Vielleicht ganz toller Edelstein, vielleicht wirklich ein Diamantspiel, aber trotzdem irgendwie, boah, wenn man denkt, im Trailer sind so die Highlights, ne, dann muss es sehr, sehr viel Wiederholung von allem geben. Ich meine, das Krake-Design ist schon sehr, sehr ansprechend, aber ja, es sieht, merkst auch gerade, es sieht ein bisschen interessant aus. Vielleicht ist Lost Ruins wirklich was da. Ja? Na gut. Ich wollte ja auch nicht unbedingt ranten. So, No Straight Roots. Das war auch irgendwann mal in irgendeinem Bundle drin. Ich hab's auch schon. Da gab's mal ein Musikbundle, wo es auch dieses geile Posaunen-Simulator-Spiel gab. Hab ich aber alles nie gespielt.
das kam dann für mich nicht in Frage, weil ich schon habe. Und wenn man Musik, Rhythmus, Spiele mag, ist das vielleicht sogar was Tolles. Ja. Es sind einfach vielleicht einfach nur nicht Spiele für einen Diamond. Für Diamond willst du was haben, wo du sagst, oh, da habe ich aber drauf gewartet, dass es gewandelt wird. Oh, da freue ich mich aber. Das gibt es jetzt endlich mal so günstig in einem Bundle. Sowas. Und das ist dann nicht dabei. Musik ist gut. Nächstes. Star Renegades. Auch zu der Thematik gibt es halt eben auch schon so furchtbar viel. So angemächte Anime-Charaktere, die, ja. Das ist aber zum Glück Dampfdeck Verified. Genau, für Platinum wären die vielleicht besser. Für 3,33€, drei Stück hätte ich geschafft. Das ist ein taktisches Roguelike JRPG. Einfach zu... Ist vielleicht eine Sache, wenn es die richtigen Leute spielen, haben die da wahnsinnig Spaß dran, aber es reizt mich nicht genug. Vielleicht gucke ich mir das noch ein paar Mal an und kaufe dann doch drei, aber im Moment ist es wirklich so... Nee, es reicht nicht. Ich war grundsätzlich mal enttäuscht. Jetzt beim genaueren Durchschauen sehe ich ja vielleicht doch was Interessantes dabei, aber dann weiß man auch nicht, ob es wirklich so gut ist, weil man kennt es halt nicht. Ne? Weiter. Rage 2 haben wir drüber geredet. Können wir trotzdem mal kurz reingucken, weil ich habe da nur ansatzweise was gesehen und ich habe es mir auch sehr früh für sehr wenig Geld gekauft. Da oben muss ich gucken. Ja. Peggy 18. Richtig. Also wenn ihr jetzt minderjährig seid, ne, dann mache ich ihn wieder lustig. Abschalten. Ja, es hat halt eben ein bisschen Rage-Vibes, es hat aber auch jede Menge Borderlands-Vibes. Vor allem dieses Durcheinandergerede und so weiter. Das Original-Rage war richtig geil. War nicht so überrissen. Aber hier, da wollen sie halt eben den Borderlands-Humor mit reinnehmen. Und der Borderlands-Humor, den, abgesehen davon, dass ich ihn nicht so toll finde, der gehört halt in Borderlands. Du brauchst kein Rage 2 in Borderlands zu kopieren. Nee. Ist gefloppt. Du guter Grund. Lost Ember haben wir angespielt. Ist wunderschön. Ganz, ganz klar. Ist auch alles Geld wert. Aber es ist halt eben schon so verramscht, dass man dann nicht mehr einsieht, nochmal einen richtigen Preis für zu zahlen. Das ist total episch. Ganz klar. Du spielst verschiedene Tiere. Du kannst dich auch in verschiedene Tiere verwandeln und es macht super viel Spaß. Ja gut, Wolfenstein Youngblood, können wir auch mal... Achso, das können wir gar nicht gucken aus irgendwelchen Gründen. Und das da? Das geht dafür nicht. Gut, gucken wir uns Bilder an. Die bringen nicht viel. Ja, es ist halt eben noch ein Wolfenstein. Aber irgendwie eins, was auch nicht wirklich... Ich guck mal ganz kurz, warte mal, auf Steam. Wenn Steam jetzt wieder geht... Ja, Steam geht wieder, aber nicht wirklich. Wolfenstein Youngblood. Ja, ausgeglichen bewertet ist natürlich für so ein Spiel echt dünn. Ja. So. Wolfenstein Tupac, also Old Blood und das Wolfenstein also New Order, genau. Super Spiele. Aber auch schon alt und auch schon oft gebundelt. MudRunner, sagen wir mal so, hat durch SnowRunner so ein bisschen die Bedeutung verloren, weil das war der richtige Burner. MudRunner geht so, aber ist mit Sicherheit ein witziges Spiel. Wenn ihr es nicht habt, ist es vielleicht sogar noch was Interessantes. Achso, und es ist die komplette Version. Das heißt also, wir haben da auch alle DLCs dabei. Ist dann auch ein guter Preis. Ich guck mal ganz kurz, was kostet diese Version? Mache ich mal gerade. Och Gott, süß. Komm, lass mich mal zu Ende machen. MudRunner kostet normalerweise noch 19,99 und die American Wilds Edition kostet 24,99. Ist es also, wenn ihr solche Spiele mögt, wert? Also ich hatte es natürlich schon komplett. So, dann. Call of the Sea
Das ist unverschämt, weil das gab es schon umsonst. Das gab es in 3 Bundles. Ich habe irgendwie Call of the Sea in einer Woche 2-mal verlost. Und zwar nicht, weil ich da irgendwie ein Abo drauf habe, sondern weil es das halt eben hinterhergeschmissen wurde. Ja, schönes Spiel, ganz klar, hat Spaß gemacht. Und City of Gangsters, ja, gucken wir mal ganz kurz auf Steam. Ja, ist eigentlich gut, kostet auch noch 28,99, war aber wie gesagt mal bei Epic oder bei Prime Gaming umsonst. Ja, und dann sieht man es nicht mehr ein, so viel Geld dafür zu bezahlen. Und damit haben wir es dann auch. So, ich unterbreche die Aufnahme ganz kurz, weil bevor die wenn ich die Katzen jetzt nicht rauslasse, dann lassen die mich nicht weiter reden. Dann einen kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. So, ich habe das jetzt genutzt, um schnell mal umzuschalten auf For Free, weil das war das Diamond Bundle. Auch das verlinke ich euch natürlich wieder mit meinem Tag in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu den kostenlosen Spielen von Epic Games und von und das Spiel von dem anderen Prime. Genau. Also erstmal Intro, ne? Genau. Und dann vielleicht als Lohn für die Arbeit. Und jetzt die Spiele. Also, wir haben ein Spiel, das haben wir schon mal angespielt. Das ist richtig, richtig gut. Das ist als eins von zwei Spielen. Nein, keine. Doch. Ja. Jetzt fragt der Ravenger, ob es da auch Bethesda-Spiele gibt. Ich wollte gerade sagen, nein, natürlich nicht. Hm, wir sehen's. Fangen wir an. Also das erste sind wirklich tolle Spiele, nicht von Bethesda. Tandem A Tale of Shadows. Und da mache ich mal ganz kurz, nein, das da. Da gucken wir uns den Trailer vielleicht mal groß an. Das haben wir mal angespielt und das ist toll. 10-year-old Emma, intrigued. The disappearance of Thomas Kane is determined to investigate. With the help of mysterious. War das zweite Spiel dieser Art, was wir gespielt haben schon? Mit leichten Horroraspekten, ganz viel Gerätsel, aber vor allen Dingen einer ganz tollen Rätselmechanik, die praktisch senkrecht auf der anderen steht. Das heißt also, du spielst in der Schattenwelt, spielst du das Bärchen und in der anderen Welt, senkrecht drauf, spielst du halt eben das Mädchen. Und du musst irgendwie durch den Bären das, den Weg fürs Mädchen freischalten. Oh Gott, der Ravenger ist gerade am Ragen wegen Bethesda. Er springt mir jetzt gleich durch den Bildschirm. Der sitzt gleich neben mir, dann sehe ich den zum ersten Mal. Aber wie gesagt, das Ding hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, ne, also selbst wenn ihr jetzt keinen Epic-Account habt, macht euch ein, für das Spiel lohnt sich das. Das ist wirklich wunderschön. Wie gesagt, ihr seht immer oben, von oben auf das Mädchen und von der Seite auf das Bärchen. Also nicht auf das Bärchen vom Mädchen, aber das versteht man heutzutage auch nicht mehr. So, und dann das zweite Spiel, was ist, oh Gott, was ist dann heute umsonst von, bei Epic gab, das ist also eine Fortsetzung von einem ganz großen Klassiker. Ja. Von Bethesda. Und zwar ist das. Ah, super. Er will es auch gar nicht anzeigen. Du hast es schon gesehen, ja? The
Evil Within 2. Und nein, er ist natürlich nicht sauer und außerdem hat er diese Technik mit durch den Mund springen gar nicht drauf, sonst wäre er mich sowieso mal besuchen gekommen, bin ich mir ganz sicher. Sehr positiv bewertet. Kostet normalerweise noch 30 Euro, ist jetzt im Sale mit 85% mit 4,49 Euro. Wahrscheinlich, weil es kostenlos auf Epic gibt. Das Ding ist episch, aber bei weitem nicht so episch und so gut wie das erste. Und umsonst wirklich super. Und ja. Und für 4,49 Euro. Das ist viel einfacher als das erste. Kronk sagte schon dazu. Hat Spaß gemacht. Beim ersten habe ich geflucht wie ein Rohrspatz. Bei diesem hier leider viel zu wenig. Und genau das ist es. Genau. Ja, ja. Also, ja, es hat einige wirklich tolle Szenen. Sie haben sich da meiner Meinung nach auch in vielerlei Hinsicht ab und an mal bei Bioshock bedient. Wobei ich sagen muss, es ist auch, also es gibt eigentlich relativ wenig Spiele, die irgendwie in diese Third- oder First-Person-Richtung gehen, die sich so richtig gar nicht bei Bioshock bedient haben. Aber da haben sie schon so ein paar Anleihungen gemacht, ja, auch die Charaktere so ein bisschen. Was ich an dem Spiel toll finde, weil ich kann es ja nicht oft genug sagen, ich bin ein ganz großer Kronk-Fan und er spielt da eine der Rollen spricht er, also in der deutschen Übersetzung. Genau, also Evil Within 2 komplett kostenlos, für immer behalten bei Epic. So, und für die Leute, für die Leute, die Prime Gaming haben, also das heißt Amazon Prime und Twitch damit verknüpft haben, mir zum Beispiel hier dann auch immer kostenlos einen Sub bei Twitch dalassen können oder jemand anderem, aber auch mir. Also mir auch mir, ja, wenn ihr dann mal live vorbeiguckt, ne? Die bekommen jetzt ein Spiel, diesmal heute nur eins. Und das sieht gar nicht mal uninteressant aus. Das ist direkt für den Amazon, also diesen Prime, Amazon Prime Launcher. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe natürlich, aber egal. Egal, es ist, zack, Super Adventure Hand. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, wir hatten den vor kurzem in irgendeinem Pick and Mix und ich habe ihn gerade so nicht genommen. Und das war auch ganz gut, weil, naja, jetzt habe ich ihn ja sowieso. Und da ich ja kein Steam-Purist bin und mir es egal ist, bei welchem, auf welchem ich das habe, ja, ist das super. Also, Super Adventure Hand, kostenlos für alle, die Prime haben. Und auch, wie bei Epic, auch zum Erklären. Die Spiele gehören dann euch, wenn ihr sie geclaimed habt. Also wenn ihr draufgeklickt habt und sagt, das will ich haben. Ihr habt dann immer Zugriff drauf. Bei den, ja, und wenn ihr dann irgendwann mal bei Amazon Prime kündigt und kein Prime mehr habt, kriegt ihr keine neuen Spiele mehr. Aber alle, die ihr in der Zeit geclaimed habt, bleiben definitiv eure. Ganz wichtig. Das heißt also wirklich, keine Mitgliedschaft und Spielebibliothek, die ihr zugreifen könnt, solange ihr Mitglied seid. Nein, was ihr geclaimed habt, ist euer. Ich will es nur nochmal sagen, weil viele das falsch verstehen. Und Epic genau das Gleiche. Ihr könnt Spiele verpassen, dann kriegt ihr die nicht mehr. Wenn ihr dabei donnerstags reinschaut und claimt, habt ihr immer eine ganze Woche Zeit, dann sind das eure und bleiben für immer in eurer Bibliothek. So. Und ich habe ja schon mal angedeutet, ich bin heute sehr, sehr müde. Trotz allem haben wir das jetzt, glaube ich, relativ zügig und gut durchgekriegt. 40 Minuten für einen Bundle-Test kompakt mit for free ist auch ganz okay. Das heißt also, ich schreibe euch alle wichtigen Sachen unten in die Beschreibung. Ne? Die beiden Spiele, die ihr gewinnen könnt. Die Links zu den Bundles und die Kapitelmarken. Das am Ende vom Video zu sagen, ist natürlich völliger Quatsch. Wo ihr auf die einzelnen Stellen springen könnt. Sollte ich vielleicht? Gut,
Alles klar. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, Abo, Like und so weiter wäre nett. Und ich schreibe euch auch nochmal den Twitch-Link unten rein. Ne? Jeden Montag bis Donnerstag vorerst ich hab's mit dem PF, von 20 Uhr bis 23 Uhr ungefähr. Ja, jede Woche, immer. Genau. Und das war's. Ich bedanke mich. Sag, macht's auf jeden Fall gut und ciao.